Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck. Und heute geht es wieder um kabellose Bluetooth-Kopfhörer und zwar diesmal von der Marke Neenka. Und die schauen wir uns heute am besten mal in diesem Unboxing und Review-Video an, also bleibt unbedingt dran und dann sehen wir uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie eben schon erwähnt, geht es heute mal wieder um Bluetooth-Kopfhörer. Und zwar haben wir jetzt heute eine andere Marke vor uns, und zwar Neenka. Und die schauen wir uns heute mal ganz genau an. Wir werden die also heute mal auspacken, uns die Spezifikationen anschauen, die technischen. Und dann werden wir uns zum Schluss natürlich auch nochmal die kabellosen Kopfhörer nochmal ganz im Detail anschauen. Deswegen würde ich sagen, legen wir am besten gleich los und dann schauen wir uns am besten auch mal hier gleich die Verpackung an. Denn die kommen so daher, sieht sehr schön aus, ist auch hier eine sehr schöne Geschenkbox, steht auch schon hier drauf, the best gift, also wird schon geworben, dass man das wirklich als gutes Geschenk dann ja weiter verschenken kann. Von dem her ist es hier wirklich schon sehr gut gemacht, sieht sehr hochwertig aus. Und auch hier die Kanten bzw. diese Effekte, diese silbernen, die auch hier schon so schön glänzen, machen auf mich einen hochwertigen Eindruck. Jetzt werden wir uns mal hier kurz die andere Seite anschauen. Und zur Info noch kurz, ich werde euch die natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Also klickt dort mal drauf auf den Link, da kommt ihr zur Seite und könnt euch die auch nochmal nebenher oder nach dem Video anschauen. Preislich liegen die kabellosen Kopfhörer hierbei zwischen 50 Euro, ist also wirklich ein durchaus guter und attraktiver Preis. Also, auf der Vorderseite sehen wir, wie gesagt, dann nur das Logo vom Hersteller. Wir gehen mal hier kurz auf die Seite, da ist nichts. Wir können ja schon sehen, wir haben hier eine sehr hochwertige Verpackung. Ist hier wirklich sehr schön gemacht. Hier sehen wir auch nochmal was. Update your sound experience, auch sehr schön. Hier haben wir, wie gesagt, nichts. Da steht auch nochmal das gleiche drauf. Und sonst ist es auch alles okay. Gehen wir kurz auf die Rückseite ein. Und da können wir schon sehen, hier ist eine schöne Abbildung drauf. Wir haben hier die True Wireless Stereo Kopfhörer. Wir haben hier dann die technischen Daten im groben Überblick. Wir haben also hier Bluetooth 5.0, wir haben AAC, aptX, wir haben das ENC Noise Cancelling, wir haben 13 mm große Drivers, also Kopfhörereinheiten, also Lautsprecher dabei. Wir haben hier eine Dual-Host-Verbindung und die sind wirklich hier sehr leicht. Sie wiegen gerade einmal 4 Gramm. Ja, ansonsten steht hier nicht mehr viel drauf. Hier steht natürlich nochmal die exakte Beschreibung drauf. Wir haben hier die Neenka Live Bluetooth 5.0 Kopfhörer. Sie sind natürlich aus China, aber das sind alle Bluetooth-Kopfhörer. Von dem her ist es wirklich nicht so schlimm. Und auch hier haben wir sämtliche Kennzeichnungen wie CE, Roskonform und Co. Von dem her passt es soweit alles. Hier steht nochmal die Adresse drauf. Und dann würde ich sagen, können wir das auch gleich mal auspacken. Ich werde es hier dazu natürlich wie immer mein Schweizer Taschenmesser verwenden und das gucken wir uns jetzt hier mal direkt an. Wir werden also auch mal hier schauen, wie man die hier am besten dann auspacken kann. So, gehen wir hier mal kurz rein, möglichst so, dass wir hier keine Verpackung beschädigen. Dann holen wir die jetzt mal hier kurz so raus. So. Schauen wir mal kurz hier, wie das aussieht. So, also, so kommt es daher, sieht schon viel besser aus, macht auf mich noch einen hochwertigeren Eindruck als vorhin, es ist schön blau gehalten und wir können sehen, wir können die Box ganz einfach aufmachen. Ja, dazu werden wir es jetzt einfach mal hier kurz rausholen und auch hier können wir schon sehen, auch hier wieder das Herstellerlogo, sehr schön gemacht, ist wirklich eine sehr schöne Geschenkkiste und das können wir dann ganz einfach aufklappen. So, da kommen uns die auch schon entgegen hier, sehen wir es gleich, ich habe hier die Farbvariante schwarz. Und die holen wir mal gleich kurz raus. Schauen wir mal, wie wir die hier rausbekommen. Ist hier mit Schaumstoff ein bisschen ummantelt, könnt ihr auch schon sehen. Und da gucken wir mal, wie wir das jetzt hier am besten rausbekommen. So, also, das sind sie hier. Sieht sehr schön aus. Sehr schönes Hochglanz und wir können es auch schon mal kurz rausholen. So kommen sie daher. Wirklich sehr schön. Die werden wir uns aber nachher nochmal anschauen. Wir werden uns erstmal angucken, was hier sonst noch alles mit in der Verpackung dabei ist. Also, wir haben hier, wie gesagt, den Schaumstoff, der ist wirklich hier sehr schön. Habe ich auch selten gesehen, dass eine Verpackung so gut daherkommt. Wir holen das jetzt mal raus. Was haben wir da noch drin? Gucken wir mal, was hier so alles Besonderes drin ist. Schauen wir hier auch mal direkt rein. Da kommt uns also schon das USB-Kabel entgegen. Wir haben also hier ein ganz normales USB-Type-C-Ladekabel zum Aufladen. Das steckt einfach da unten rein und dann lädt das Ganze. Ihr habt hier übrigens auch LEDs, die im Grunde dann den Ladezustand euch anzeigen. Gehen wir gleich mal kurz weiter. Da kommt auch eine kleine Anleitung raus. Na,
So, das ist die Anleitung hier. Die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Wir werden erstmal noch schauen, was hier alles mit dabei ist und ob da überhaupt noch was drin ist. Von dem her schauen wir mal kurz. Ich werde es hier mit meinem Messerchen vielleicht noch kurz reingehen. So, also hier ist nichts mehr drin. Es dient einfach nur zur Optik, dieses große, ja, diese große Geschenkbox. Von dem her ist es auch durchaus akzeptabel. Es gibt ja eh nicht so viel, was da jetzt noch hätte mit dabei sein müssen. Jetzt würde ich sagen, lege ich das hier mal einigermaßen in einer schönen Ordnung hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die Anleitung an und dann gehen wir nochmal die technischen Daten hier durch. So sehen sie aus. Wir können hier schon sehen, das ist hier die User Manual. Wir haben jetzt hier die Nyenka Lite und dann gehen wir hier mal kurz rein und schauen mal, was hier so alles drin steht. So, die kann man also hier so aufklappen, ist auch sehr schön gemacht. Gehen mal kurz hier weiter. Da kann man schon sehen, da ist hier einiges drin. Eine sehr ausführliche Anleitung. Und auf der Rückseite stehen auch nochmal sämtliche Daten drauf, aber in Chinesisch. Wir haben jetzt hier die englische Anleitung. Es gibt hier leider keine deutsche Übersetzung. Aber ich denke mal, das ist weniger das Problem, denn es gibt hier eh nicht so viel, auf was man achten sollte. Hier wird also nochmal beschrieben, um was es hier genau geht. Wir können hier sehen, wir haben hier die Ladezustandsanzeige. Eine LED bedeutet hier einfach, dass man hier eine Ladung kleiner 25% haben und so geht es dann weiter hoch, bis alle vier leuchten. Da sind wir dann mal 75 bis 100%, wenn ihr das hier sehen könnt. Wenn die beiden oberen und unteren leuchten, dann wird es aufgeladen und wenn alles voll ist, dann leuchtet hier keine LED mehr. Ja, ansonsten können wir hier schon sehen, wir haben also hier die Ladebox. Da ist ein USB-C-Port mit dabei. Wir haben hier einen Touch-Multifunction-Button, der befindet sich hier bei 3, also hier oben an den Kopfhörern gleich dran. Damit kann man dann wahrscheinlich lauter leiser stellen. Wir haben hier die Verbinder zum Aufladen bei 5, klar, unten an der Unterseite ist bei den meisten auch so. Wir haben dann hier das Charging Case, das ist also hier die 2 mit den LEDs, also die LED-Indikatoren, sieht auch sehr schön aus. Wir haben hier die Earphone-Indikator-Lights, also hier diese leuchten direkt an den einzelnen Earpods dran, die leuchten also auch. Und wir haben hier ein eingebautes Mikrofon, wir können damit also auch ja, telefonieren und das als Headset sozusagen verwenden. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir gehen mal hier kurz drauf. Getting Start. Da wird mal kurz erklärt, wie man das hier im Grunde dann anwendet. Also, wir müssen als erstes mal hier das Case öffnen und die beiden Bluetooth-Kopfhörer dann entnehmen. Und dann befinden sich die automatisch hier im Paarungsmodus. Und als nächsten Schritt müsst ihr hier Bluetooth natürlich auch bei eurem Smartphone aktivieren und dann auf Suchen klicken. Und dann müsst ihr natürlich hier schon die Nyenka Lite dann erscheinen. Und dann klickt man einfach dann auf Paaren und dann sind die auch schon mit eurem Handy verbunden. Ja, ist ganz einfach, ist aber bei jedem Bluetooth-Kopfhörer-Set standardmäßig so. Also da gibt es hier wirklich keine Unterschiede. Hier stehen im Grunde dann nochmal die Funktionen drin, die man dann hier mit diesen ja, beiden Knöpfen an der ja, Seite, an der jeweiligen Seite von den Bluetooth-Kopfhörern dann durchführen kann. Wir haben hier Play und Pause. Wir können dann hier einmal zuvor und zurück machen. Dazu muss man hier jeweils 2 Sekunden lang draufdrücken. Und wir können hier die Lautstärke hoch und runter drehen. Und dann müssen wir dann auch hier im Grunde dann ganz lang draufbleiben, um das so zu machen. Wir können auch hier zum Beispiel einen ja, Sprachassistenten starten, via Bluetooth, entweder Siri oder den Google Assistant. Und das geht auch alles problemlos. Ja, ansonsten haben wir hier noch weitere Funktionen. Wir können hier Anrufe entgegennehmen und wir können hier Anrufe dann ableiten. Und hier steht nochmal drin, wie man die im Grunde hier resetten kann. Sollte also auch kein Problem sein. Hier nochmal ein paar Sicherheitshinweise. Wir gehen jetzt hier mal kurz auf die Parameter ein. Wir haben also hier, wie der Name schon sagt, die Nyenka Lite mit dabei. Die haben hier einen Qualcomm-Chip mit drin. Die unterstützen ja die Bluetooth-Version 5.0. Wir haben hier die Frequenz mit dabei. Die Reichweite beträgt ungefähr 10 Meter. Dann haben wir hier das Case, das hat nochmal einen separaten Akku mit 400 mAh. Und die Akkus in den beiden Kopfhörern haben jeweils 40 mA, wie wir hier schon sehen können. Ja, ansonsten, die Spielzeit beträgt hier zwischen 4 und 5 Stunden pro Aufladung und 20 Stunden mit der Kapazität von diesem Akku-Case. Also wenn er die immer wieder da reinsteckt und die automatisch dann im Case geladen werden, erreicht er hier bis zu ja, 20 Stunden Spielzeit. Ansonsten hier die Dauer von der Aufladung beträgt hier 1 Stunde und 20 Minuten. Und wir haben hier genau das Gewicht von 3,6 Gramm. Ja, das war es hierzu zu der kleinen Anleitung. Die ist wirklich sehr ausführlich gehalten. Da stehen die wichtigsten technischen Details drin. Und alles Weitere ergibt sich dann wahrscheinlich eh in der Benutzung.
So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns natürlich mal hier die eigentlichen Bluetooth-Kopfhörer an. Die kommen also so daher in einem sehr schönen Hochglanzschwarz. Die gibt es auch übrigens in Weiß. Habt ihr aber auch schon gesehen. Hier könnt ihr schon sehen, Weiß und Schwarz. Ich habe jetzt hier das schwarze Modell. Ja, das Case macht auf mich einen sehr hochwertigen Eindruck. Wir haben auf der Unterseite den Typ C-Ladestecker bzw. die Buchse. Die ist ja auch immer schön mit Chrom umrandet. Ist auch sehr schön gemacht. Ja. Da könnt ihr auch schon sehen, der einzige Nachteil ist eben hierbei, man kann eben die Fingerabdrücke teilweise sehen, aber so ist es eben bei Hochglanzschwarz. Da kann man es auch schon sehen, ein paar Fingerabdrücke, sollte aber weniger das Problem sein. Wir warten es jetzt einfach mal hier kurz auf und dann holen wir mal einen raus, schauen wir uns den mal hier kurz an. Also so sieht jetzt hier einer aus, die sind auch hier in dem schönen Hochglanzschwarz gehalten. Wir haben hier unten die Ladekontakte dran. Und ja, ansonsten haben wir hier den üblichen Aufbau. Wir haben hier die Kopfhörermuschel, die könnt ihr euch reinstecken. Die sind so ja in einem sehr schönen Design, wie man es auch aktuell von anderen ja namhaften Herstellern kennt sozusagen. Wir haben hier dann noch mal diesen Touch-Button. Wir können auch hier schon sehen, die LED leuchtet jetzt schon. Die sucht jetzt hier im Grunde nach dem richtigen Smartphone zum Verbinden. Wir haben dann hier oben hier den Touch-Button. Wir haben auch hier noch mal ein L für links. Da könnt ihr also auch sehen, man muss diesen Kopfhörer dann an der linken Seite dann einsetzen. Wir holen mal den nächsten raus und dann schauen wir uns den auch nochmal hier kurz an. Also so sieht der jetzt hier aus. Ist also auch nichts Besonderes. Sieht genau gleich aus wie der andere auch. Kann sich sehen lassen. Wir haben dann hier im Grunde auch nochmal das gleiche Design. Also die leuchten jetzt beide und die kann man hier auch gleich wieder ins Case reintun. Also hier einmal kurz reinstecken und auch hier kurz reinstecken. So. Und dann macht er das zu und dann war es das auch schon. Ja, jetzt würde ich sagen, lade ich die am besten hier mal kurz auf. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder, denn dazu möchte ich nochmal ein separates Video drehen. Das war es also hierzu zu dem ersten Teil, zu den kabellosen Bluetooth-Kopfhörern von Nyenka. Die machen auf mich einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck, sind gut verarbeitet. Die haben hier alles dabei, was wir brauchen. Wir haben eine schöne, kompakte Anleitung, eine sehr hochwertige Box, die kann man wirklich sehr gut verschenken, gefällt mir wirklich sehr gut. Und natürlich haben wir hier die schönen Bluetooth-Kopfhörer, die auch wirklich hier sehr schön von der Optik sind. Wir haben hier einmal ja ein Hochglanzschwarz und dann gibt es ja auch nochmal ein Weiß für all diejenigen, die da gerne nochmal was anderes wollten. Dazu gibt es noch hier dieses USB Type-C-Ladekabel, was im Grunde hier den ganzen Lieferumfang ergänzt. Ja, alles in allem fällt mein Fazit wirklich sehr positiv aus. Und wir werden uns das Set natürlich hier im nächsten Teil im Praxistest nochmal etwas näher anschauen. Den Link zu diesem Set, den gibt es unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein und klickt den Link mal direkt an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gebt doch hier mal einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und bei Fragen schreibt es mir gerne mal unten in die Videokommentare rein. Das soll es hierzu gewesen sein. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.